Ja, hallo. Ich wollte euch jetzt noch mal ein bisschen die Kamera zeigen vom neuen Galaxy A3, die 2017er Version. Da schauen wir uns mal an, was wir da alles so für Möglichkeiten haben. Also wir gehen da in die Kamera-App und ja, dann startet auch schon direkt die Rückkamera mit 13 Megapixeln und ja, also oben links in der Ecke haben wir den Switch, können dann zwischen der Rück- und Frontkamera wechseln. Hallo, da gehen wir mal ganz schnell wieder zurück. Bin nämlich noch unrasiert und nicht so hübsch wie sonst. Ja, gut. Dann haben wir in der Mitte oben den Blitz, können den ein- ausschalten oder auf Automatik. Oben rechts haben wir dann die Einstellung. Da können wir dann von den beiden Kameras jeweils die Größe einstellen der Bilder, also 13 Megapixel bis runter zu 4,7. Dann die Videogröße können wir einstellen von Full HD bis runter zu VGA-Auflösung. Dann haben wir die andere Kamera, auch das gleiche zum Einstellen. Dann noch so ein paar weitere Funktionen, Bilder wie angezeigt speichern, mit Timer-Aufnahmen, Raster anzeigen, Geotagging, dass dann die Daten im Bild oder im Video mit eingespeichert werden, wo wir uns halt befinden. Schnellstart durch zweimal Home-Taste drücken, öffnet sich die Kamerafunktion automatisch. Dann haben wir den Speicherort, habe ich jetzt auf SD-Karte gestellt, klar, bei 16 GB, was das Handy nur hat, sollte man dann die Fotos und Videos schon auf SD-Karte speichern. Ist ja gerade das Schöne, dass das Samsung jetzt auch eine SD-Karten-Erweiterung anbietet. Dann ganz cool ist hier diese Sprachsteuerung. Da können wir mit einem Wort das Foto auslösen oder Video starten. Das ist echt praktisch. Brauchen nur lächeln oder Klick sagen und dann startet die Aufnahme. Das kann ich euch jetzt hier leider nicht zeigen. Funktioniert aber super. Ich kann es nicht zeigen, weil die App, mit der ich das jetzt hier aufnehme, natürlich auf den Sound zugreift. Da können natürlich nicht zwei verschiedene Apps dann gleichzeitig drauf zugreifen. Aber funktioniert wunderbar, habe ich schon getestet. So, gut, dann haben wir noch Funktion der Lautstärke. Kann man auch mit den Lautstärketasten dann Fotos machen. Und das waren dann halt so die Einstellungen von oben rechts. Dann haben wir unten rechts hier im Bild noch dieses Gesicht. Wenn ich da drauf drücke, dann können wir hier noch den Hautton verändern. Also auch eigentlich für ja, Gesichtsaufnahmen oder auch Selfies genannt. Die Funktion ist noch ein bisschen erweiterter, wenn ich hier auf die Selfie-Kamera gehe, also auf die Frontkamera. Wenn wir dann da drauf gehen, können wir noch die neben dem Hautton noch die Gesichtsform anpassen. Ja, werden die Backen ein bisschen schmaler. Die Augen können wir verändern. Ja, werden tatsächlich ein bisschen größer. Ich reiße jetzt mal auf, dann sieht man es ein bisschen besser. Jetzt ist es auch voll groß und ich gehe mal runter. Ihr seht, die werden echt ein bisschen kleiner. Naja, nette Spielerei für Selfies. Ich mag eh keine Selfies, also ich habe damit nichts zu tun, aber gut. Funktion ist halt da. Dann unten haben wir natürlich die Leiste und links der rote Punkt ist zum Video starten. Dann haben wir in der Mitte Foto starten. Und ihr seht schon hier auf meiner schicken Tabakdose, die Gesichtserkennung funktioniert auch super. Er fokussiert sofort auf das Gesicht. Ja, sehr lecker. Ja, dann haben wir rechts daneben noch die Bildfunktion. Da zeigt er uns dann die Galerie an, sozusagen, die Bilder oder Videos, die wir aufgenommen haben, klar. Okay, und dann haben wir jetzt die tollen Filterfunktionen, die schon mit eingebaut sind. Dazu müssen wir mit dem Finger von rechts nach links wischen und dann zeigt er uns schon die Filter, die bereits installiert sind, an in der Vorschau. Also wir sehen komplett schon, wie das Bild dann aussehen wird mit dem Filter. Ist auch eine super Einstellungssache. Gefällt mir echt gut, dass das schon so mit dabei ist. Dann können wir auch noch auf Beauty-Filter, da haben wir nochmal
369 Stück. Und ja, wir können auch oben noch auf Herunterladen gehen, da können wir uns noch weitere Filter installieren. Also ist auch ganz cool gemacht. Und ja, dann für die ganzen weiteren Einstellungen müssen wir von links nach rechts ziehen. Da können wir dann sowas einstellen wie automatische Einstellungen oder die Pro-Einstellung. Da können wir dann die Helligkeit noch selbst ändern. Selbst einstellen. Wir können ISO einstellen von 100 bis 800. Und ja, hier können wir dann auch noch das Licht sozusagen einstellen, wie es draußen ist, ob die Sonne scheint, bewölkt ist, Tageslicht, naja, und so weiter. So, dann haben wir die Panoramaaufnahme, die ist auch super. Wir können dann langsam das Smartphone drehen, können dann eine schöne Panoramaaufnahme machen, funktioniert auch sehr gut. Dann haben wir Serienaufnahmeeinstellungen. Macht da natürlich mehrere hintereinander. HDR, klar, dieser leuchtende, klare Modus für grelle, knallige Farben. Nachtmodus und Essensmodus, Essenmodus. Ja gut, kann man drüber streiten, ob es fürs Essen jetzt ein eigener Menüpunkt sein muss. Aber gut, ist halt dabei. Gut. Das ist so die Funktion. Dann können wir hier auch noch auf Herunterladen gehen. Da können wir uns noch ja, so weitere Apps installieren, um direkt Animated GIFs rauszumachen. Ich glaube, das ist sogar auch schon irgendwie vorinstalliert. Habe ich auch schon irgendwie gesehen. Sports Shoot. Ja, sollte eigentlich vielleicht irgendwie was mit einer Zeitlupe sein oder so. Das ist nämlich auch leider das Traurige, dass die Kamera keine Zeitlupenaufnahme machen kann. Also das finde ich echt sehr schade. Hat leider keinen Bildstabilisator drin, keinen digitalen. Also ihr müsst schon ruhig halten, die Kamera, sonst verwackelt es recht schnell. Aber wenn man ein Bild ordentlich hinbekommen hat, dann ist es echt sehr schön. Sehr klare Farben, sehr scharf. Also gefällt mir. Auch die Videos wären super in Full-HD-Auflösung oder auch 720p nur. Das ist echt sehr gut gemacht hier von Samsung. Kann man gut mitleben. Ja, schön. Gut, das war es dann erstmal so zur Kamera. Und dann gucken wir uns die anderen Sachen auch nochmal weiter an. Dann bis gleich.